Servus Leidl, nachdem wir gestern jetzt nochmal verloren haben, müssen wir mittlerweile schauen, dass wir nicht absteigen, obwohl wir am Anfang gedacht haben, wir werden Erster. Aber gut, so schnell kann man auf die Schnauze fallen. Ich versuche natürlich trotzdem wieder heute mit drei geilen Plänen 3 aus 3 zu gehen. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal in den ersten Plan rein. Ich will heute mal just for fun einfach einen Speed-Hit machen. Und zwar würde ich, ohne irgendwas am Anfang zu setzen, einfach hier überall einen Invis drüber werfen. Heißt ein Invis, zweiter Invis, dritter Invis, vierter Invis und hier noch den fünften Invis drüber. Und dann den Feuerball hier auf den Mono. Über den Mono bekomme ich dann den Scattershot und das Rathaus mit drei Erdbeben, wenn ich einen Pfeil durchs Rathaus durchschieße. Das heißt, ich schieße hier einen Pfeil durchs Rathaus durch, dann sollte das auf jeden Fall auffallen. Breche die Queen dann einmal rein und hoffe mit der Queen das hier alles rauszubekommen und den Rest spamme ich dann einfach alles mit Rocket Loons und meinen restlichen Helden raus. Hab dann noch einen Slammer mit dabei, den ich dann wahrscheinlich hier mit dazu setzen würde. Sofern der Feuerball klappt, sollte es auf jeden Fall easy sein. Wenn der Feuerball failt, könnte es ein bisschen krachen. Eieiei, es ist so lange her, dass ich so viele Invis-Zauber gespammt habe. Aber wir kriegen das hoffentlich hin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ist alles unsichtbar, passt. Digga, nein, das gibt's nicht. Scheiße. Oh mein Gott. Oh nein. Wieso habe ich den Warden so weit nach links gesetzt? Ich habe mir noch... Oh mein Gott, ich habe mir noch vor dem Match gedacht, das darf ich nicht machen. Okay, jetzt wird's übel. Jetzt muss ich mit meiner Queen das Rathaus safen. Oh, das ist der Grund, warum ich das so selten spiele. Weil ich bei so Sachen sehr, sehr gerne sehr, sehr schnell panicke. Aber gut, wir kriegen das gesaved. So wird es ein bisschen spannender. Spiky Boy gönnt. Können den sogar immer noch auf Speed spielen. Wichtig ist nur, dass wir das Rathaus kriegen. Gladi oben mit dazu. Hier saven wir nochmal kurz. Hier nochmal den Gift. Okay, ich weiß nicht, ob das so smart war, das noch auf Speed zu spielen. Jetzt fällt das noch. Bitte nicht. Okay, der Plan wäre krank gewesen, wenn er halt auch nur ansatzweise funktionieren würde. Big L an der Stelle. Oh mein Gott, der Fuchs macht nochmal unsichtbar. Wir sind in der Nado gefangen. Ich mochte den Plan. Aber die Ausführung war ganz, ganz übel. Ja gut, damit gehen wir in den nächsten Plan rein. Okay, im zweiten Hit gehen wir jetzt in den Queen Charge Lalo Hit rein. Und hier wollen wir einen recht stressigen Queen Charge machen. Und zwar würde ich hier einmal in Richtung Rathaus chargen. Das heißt, ich stehe hier zwischen den beiden Singles. Ich habe aber einen Invis und einen Skelly Spell mit dabei. Das heißt, ich darf nur nicht irgendwie meine Queen-Fähigkeit verlieren, während ich den Invis oder so setze. Das würde ein bisschen zu sehr krachen. Damit die Queen da aber überhaupt erstmal reinläuft, spiele ich hier einen Flameflinger, der die Queen reindrücken soll. Und hier oben spiele ich erst ein paar Sneakies gegen und würde dann den King einmal hier in das Scatter-Comp reinspielen. Danach gehe ich einfach mit einem Lalo hier durch 6 Uhr durch. Im Optimalfall bekomme ich meine Queen hier noch einmal in die Mitte reingebrochen und kann irgendwie die CC mit meiner Queen pullen. Ansonsten gehen wir einfach mit dem Lalo durch die CC durch. Das wäre nicht ganz so dramatisch. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen rein. Let's go. Okay, gut. Dann geht's rein. Wir starten erstmal hier mit dem Flameflinger. Dann... Ganz wichtig ist hier ein Loon, weil ich Angst vor Teslan habe. Ja, okay, kommen sogar auf beiden Seiten welche hoch. Und jetzt ist ganz wichtig, dass die Queen irgendwie in die Mitte gedrückt wird. Oh mein Gott, okay, das ist ein bisschen lost. Kriegen wir es hin, dass die Queen nach oben läuft? Nee, das ist gerade echt schlecht. Okay, hier nochmal ein Sneaky, vielleicht kriege ich sie jetzt einigermaßen nach oben gedrückt. Ich will die nämlich nicht genau dazwischen drin haben. Oh oh. Okay, das war gerade zu unkonzentriert reingegangen. Die Queen Ability kracht.
Das war viel zu unkonzentriert reingegangen. Ich sag noch, es ist wichtig, dass ich die Queen Ability auf gar keinen Fall verliere, wenn ich zwischen den beiden Singles stehe. Und genau das ist jetzt passiert. Aber gut, soweit ist es noch okay. Das Gelly Spell macht einen einigermaßen guten Job. I mean, okay, ich freeze hier mal und heb mir den Endless auf jeden Fall mal noch auf für die Queen. Ich bekomme halt die Mauerbrecher jetzt nicht wirklich gut hin, um die Death CC zu pullen. Weil die Queen jetzt auch erst nach oben läuft. Ahaha. Ich weiß nicht, was machen meine Mauerbrecher jetzt? Vielleicht kann ich zum Giftturm weiterbrechen, dann könnte ich die CC pullen, aber die Zeit kracht ein bisschen. Ey, der Queen Charge Start war kein bisschen gut durchgeplant. Aber gut, wir gehen hier mit dem Lalo rein. Gladi spielen wir einfach mit rein. Okay. Queen ist jetzt auch mit nach unten gelaufen. Und wir haben den Superdrache in der DevCC. Ärgerlicher könnte es quasi gar nicht sein. Wir heben uns ein paar von den Loons auf, damit wir ein bisschen der Zeit entgegenwirken können. Aber der Superdrache soll jetzt erstmal hier runterkommen, dann Gift da drauf und dann gehen wir hier oben mit ein paar Loons rein. Weil ich echt Angst vor der Zeit habe. Dann hoffe ich, dass die Gladi möglichst bald auf den Superdrache geht. Ja, okay. Damit war der Hit leider auch alles andere als clean. Ey, das läuft schon den ganzen Tag so. Ich bin leider heute schon komplett fertig live gegangen, bin mittlerweile seit fast 4 Stunden live. Und gefühlt so sieht der ganze Tag schon aus. Die Pläne sind eigentlich immer geil, aber die Ausführung kracht heute ein bisschen. Aber gut, es ist der nächste Triple und das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Triple, den wir gleich mit Super Bowlern holen wollen. Okay, zum Schluss spielen wir jetzt nochmal Super Bowler. Ihr wünscht euch immer Super Bowler und dementsprechend forcen wir das hier auf die Base. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das durchgeht. Ich würde jetzt aber einfach mal einen Warden Walk hier spielen, auf jeden Fall halt für den X-Bow und dann den Warden hier reinziehen und hier komplett einmal durch die Mitte mit den Super Bowlern durch. Hier oben würde ich zum Gegenfunnel einfach einen Flameflinger spielen mit einem Yeti, den ich ungefähr hier setzen würde und dann holt der Flameflinger hoffentlich das hier einigermaßen. Und dann bin ich echt gespannt, wie gut wir da durchkommen. Denn Jump würde ich in etwa hier hinsetzen, dass wir hier mit den Super Bowlern am Rathaus vorbeilaufen und nicht durch den Rathauspoisen durch. Und hinten raus können wir dann die Gladi noch mit dazu setzen. Maybe einfach hier auf den Mono, aber da muss man dann mal schauen, wie sich das ergibt. Ihr wisst, normalerweise spiele ich keine Super Bowler, dementsprechend schauen wir mal, was wird. Wir gehen rein. Let's go. So, das kann jetzt was werden. Ich glaube, auf Rathaus 16 habe ich 2-mal Super Bowler gespielt. Einmal hat es komplett gekracht, da habe ich einen Rage Jam auch auf meinem Warden gehabt. Das mache ich seitdem nie wieder. Ja, und beim zweiten Mal hat es funktioniert. Mal schauen, wie es heute klappt. So, ja. Flameflinger mit dazu. Ansonsten spiele ich mal hier den Babydrache. Ich habe Angst, dass der Kollege wegzieht. Oh, der Yeti war es gar nicht. Das kracht gleich ein bisschen. Okay, den Headhunter muss ich auch mit dazu spielen. Oh, der Flameflinger kassiert gleich richtig da oben. Und wie scheint, will mein Warden nicht zu dem X-Bow gehen. Das wird schwierig. Muss eigentlich fast starten. Da hilft alles nichts. Das ist unmöglich, dass ich den X-Bow noch mitnehme. Noch einen Zauber kann ich nicht investieren. Das heißt, ich muss da mit meinem ganzen Stuff rein. So. Nochmal ein Loon mit dazu. Erst ein Rage. Wächter darf auf keinen Fall sterben. Das heißt, ich freeze jetzt einfach mal vorsichtshalber. Zünden will ich nämlich noch nicht. Queen-Fähigkeit ist auch ganz, ganz knapp nur noch mit am Start, aber ist noch fein. Jetzt, wo das Rathaus aktiv wird, zünden wir auch einfach mal den Warden. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, wie es da drin aussieht. Ice Golems nehmen wir gerade raus. Es scheint soweit zu passen. Und dann würde ich sagen, wir spielen einfach die Gladi hier unten mit dazu. Rathaus ist gefallen, ist okay. So schlecht sieht es auch eigentlich gar nicht aus. Dann würde ich hier einfach mal weiter durchragen. Wir freezen vielleicht mal den Scatter zusammen mit dem Gift. Der Gift war leider ein bisschen zu spät gefreezed, aber sollte noch okay sein. Flamefinger oben.
hat doch besser performt, als ich dachte. Die Gladi kommt da unten auch ganz gut mit. Freezen wir einfach nochmal den X-Bow zusammen mit der Querschlägerkanone. Da kommen wir natürlich Stand jetzt noch nicht rein, aber die Gladi, die kommen von unten noch mit dazu. Da können wir auch noch ein bisschen Cleanup hinterherhauen. Der Auftakt war nicht der cleanste. Und hinten raus wird es jetzt auch nochmal ziemlich, ziemlich knapp. Aber ich meine, letztendlich ja, werden das auf jeden Fall auch nochmal 3 Sterne, I guess. Ich glaube kaum, dass der King da oben irgendwie meine Gladi aufhalten könnte. Timefail soll es eigentlich auch nicht werden. Wir haben hier unten Magier mit dabei, den Phönix mit dabei. Dementsprechend sollte hier der restliche Trash einigermaßen abgefarmt werden. Ja, und damit sind wir heute wieder 3 aus 3 gegangen. Auch wenn wir hier nochmal Super Bowler gespielt haben. Und damit sieht der Tag auch echt gut aus. Wir haben jetzt nämlich 39 Sterne aus 13 Hits. Das heißt, es könnte tatsächlich unser erster Perfect Day heute werden. Aber wir, was heißt heute in dieser CWL, aber wir sehen uns einfach gleich beim Ergebnis wieder. Und damit haben wir endlich unseren ersten Perfect Day geholt. Dritter könnten wir auf jeden Fall noch werden, wenn wir den letzten Tag rasieren. Da haben wir jetzt aber auch schon 20 Sterne gefressen. Das heißt, ganz so einfach wird es nicht. Morgen wird dann der erste Tag, den wir nach den Balance Changes spielen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie meine Angriffe laufen und was ich für Pläne finde. Bisher habe ich noch keine gemacht, aber das seht ihr dann morgen. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sage ich bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.